Hi und damit herzlich willkommen zu meinem Kanal, einfach Janosch, und zum dritten Vlog von Wien. Viel Spaß. Moin, moin, moin. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr. Ich muss jetzt noch ganz schnell was morgen essen gehen. Ich habe geschlafen. Ich war um 6 Uhr bin ich schon mal aufgewacht. Aber ja, da wollte ich jetzt unbedingt aufstehen. Jetzt hätte ich kurz was Frühstück gegeben, vielleicht gehe ich dann noch mal pennen oder so, keine Ahnung, vielleicht machen wir dann auch gleich was. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch haben die gestrigen Vlogs gefallen oder die zwei letzten Vlogs. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, wir sehen uns nachher, dann bin ich auch ein bisschen kräftiger überall. Und ja, bis nachher. Jo Leute, was geht? Ich bin schon wieder ein bisschen länger hier im Hotelzimmer. Morgen ist aber gut. Okay, ich habe jetzt nicht so extrem viel gegessen, aber ich habe ein bisschen was gegessen, weil man bezahlt ja auch dafür. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen losgehen eventuell, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht ganz, was genau läuft. Und ja, auf jeden Fall, wir haben auch, glaube ich, schon 2:30 oder so. Also ihr seht, wir waren noch ein bisschen draußen am Sitzen und so, deswegen habe ich jetzt nicht direkt was gesagt. Und ein Hotel sind ein bisschen ausgeruht und so. Aber ja, auf jeden Fall werden wir jetzt wahrscheinlich gleich losgehen, dann werde ich noch ein bisschen was filmen und dann hoffentlich noch ein cooler Vlog daraus machen. Ansonsten werdet ihr dann schon sehen, was noch so läuft. Auf jeden Fall, bis dann. Jo Freunde, was geht? Ich bin wieder zurück, beziehungsweise ich bin schon etwas... Nicht etwas länger, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Wieder da. Auf jeden Fall, wir werden jetzt gleich noch etwas Abendessen gehen. Und zwar hier im Hotel gibt es ein Restaurant, gibt es Abendessen und so. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, wir waren und oder was glaube ich für eine Scheiße? Wir waren ja ein bisschen rumlaufen, waren auch schnell am See. Wienerberg, glaube ich. Wienerberg und Wienerbergsee oder so irgendwas. Ist ja gleich neben dem Hotel, auf jeden Fall relativ chillig. War auf jeden Fall schön, der See. Und wie gesagt, ich werde jetzt was essen gehen. Ich denke, nachher werde ich mich nochmals melden. Ich weiß, bis jetzt war der Vlog ein bisschen durcheinander und immer weniger Teile. Aber es wird vielleicht, also doch, ich werde versuchen, noch ein bisschen mehr zu labern. Aber jetzt muss ich was essen gehen. Wir sehen uns dann später nochmals. Let's go. Yo, Freunde, was geht? Ich melde mich wieder zurück. Ich war jetzt eben Abendessen. Und zwar hatte ich einmal einen Salat und Rindsgulasch mit Knödel und ja, Pommes sozusagen. Was haben wir uns geteilt? Pommes, also Rating. Vorspeise war, also kann man jetzt nicht viel raten, weil das musste man sozusagen selber zusammenstellen. Das hat 5 Euro gekostet hier. Konnte man aber so oft holen, wie man will. Von dem her war es eigentlich relativ chillig. Vorspeise habe ich jetzt nicht gefehlt, weil es nicht so schön aussah. Gab es einfach Gurke, Peperoni, Mais und Tomate. Die 4 Sachen, ich dachte ein bisschen mehr, was noch Platz hat und solche Sachen, aber gab es nicht. War okay. Hauptgang fand ich, also ich fand es nicht so lecker, hat mir nicht so heftig geschmeckt. Hab dann gegen Ende noch ein bisschen Salz, Pfeffer, dann hat es ein bisschen gepfeffert nach hinten, hat es ein bisschen Power, aber ansonsten ja, war okay. Vielleicht so eine 4 würde ich denen geben. Aber ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen vielleicht zu verwöhnt durch meinen Kochberuf. Ja. Und Nachspeise gab es jetzt keine mehr oder ein Dessert, von dem ja, auf jeden Fall, ich weiß, ich glaube, heute war ein relativ langweiliger Tag so vom Ding. Ich habe jetzt nicht so viel eingeblendet, aber leider, wenn ich halt auch nicht so viel mache, kann ich auch nicht so viel einblenden. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Aber ja, gut, verabschieden werde ich mich jetzt tatsächlich noch nicht. Das werde ich dann später noch machen, wenn wir dann... Ja, irgendwann dann abends pennen gehen. Ich hoffe, ich denke dran, sonst werde ich dann morgen früh nochmals machen. Und ich hoffe, auf jeden Fall, bis hierhin hat euch der Vlog gefallen. Ich denke, dass ich den Teil für morgen auch in diesen Vlog packen werde, also die Abreise sozusagen. Ich denke, dass es Sinn macht, einen einzelnen Vlog daraus zu machen. Heute kam jetzt leider kein Video. Eigentlich wollte ich Vlog Teil 1 hochladen, also heute haben wir Donnerstag. Problem war aber, das Video lädt einfach auf YouTube nicht hoch. Das lädt jetzt schon seit 24 Stunden hoch und ist immer noch nicht ready. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Beziehungsweise, ja, okay, ich liege wahrscheinlich am Internet, aber trotzdem. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, ja, kommt vielleicht, das Video kommt wahrscheinlich morgen dann.
Wien, Florenz, also am Freitag, dann vielleicht Donnerstag, Teil 2, Donnerstag, Samstag vielleicht. Obwohl Samstag, ja, vielleicht kommen noch ein paar andere, ich muss mal schauen, wie ich das so ein bisschen in die Länge dann strecke. Ich habe noch ein paar andere Ideen. Aber, das seht ihr ja dann, also von dem her. Und ja, ich sagen wir einfach mal so, wir sehen uns später nochmals. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Energie mehr, hier irgendwas reinzupacken. Es war echt so erholsame Urlaube. Also letzte und diese Woche, das ist aber leider ein bisschen privat. Ich werde jetzt nicht so viel darüber erzählen. Aber es war relativ zäh. Von dem her, ja, ich werde auf jeden Fall später dann mich noch verabschieden. Und ja, bis dann. Jo Leute, was geht? Das obligatorische Verabschieden am nächsten Tag. Gibt es nochmals. Let's go. Ja, also ich habe es auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe ein Video hochgeladen und dann war ich einfach also währenddessen so müde, dass ich pennen wollte. Dann habe ich es einfach hochgeladen und ich bin einfach pennen gegangen. So ein Ding war das nämlich. Also auf jeden Fall werde ich mich dann halt in diesem Teil jetzt verabschieden. Moin, moin, guten Morgen. Ich bin jetzt aufgestanden. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie so 20 ab 9 oder so irgendwas. Ich werde jetzt gleich frühstücken gehen, werde euch natürlich wieder einblenden. Und ja, dann ist heute leider auch schon der letzte Tag. Ich weiß nicht, was wir heute noch machen. Theoretisch gesehen hätten wir noch genug Zeit, irgendwas zu machen, weil wir fliegen eigentlich erst um 8. Von dem her könnten wir noch ein bisschen was machen. Aber ja, mal schauen, ob da überhaupt noch was läuft. Ich habe es ja, glaube ich, gestern schon erwähnt, es ist ein bisschen zäh. Ja, auf jeden Fall, es ist zwar auch privat, ich will nicht zu viel darüber erzählen, aber es ist einfach anstrengend. Wahrscheinlich werden wir noch was tun, vielleicht werden wir dann zuerst Flughafen fahren, Koffer aufgeben und vom Flughafen dann irgendwie nochmals weiterfahren oder so. Ja, mal schauen, keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, ihr werdet es ja dann sehen und ansonsten werden wir uns nach dem Morgenessen nochmals sehen und dann spätestens zu Hause wieder. Also wahrscheinlich dann irgendwann zu Hause. Ich werde ja nur noch einblenden. Und dann werdet ihr noch ein paar Flugaufnahmen sehen. Und hoffentlich hat euch dieser Vlog auch gefallen. Und auch die letzten Vlogs. Ja, ich weiß, ich bin nicht der beste Vlogger. Aber ich verbessere mich auch. In diesem Sinne, bis dann. Jo Freunde, was geht? Ich habe jetzt endlich gefrühstückt. Ich bin jetzt wieder hier im Zimmer. Keine Ahnung, was ich euch sagen soll. Ehrlich, die Ferien ist oder so komplett am Arsch. Aber ich will es nicht weiter ausführen, weil alles ist privat. Aber naja, es hat einfach beschissen. Auf jeden Fall. Habe jetzt gefrühstückt, ich habe es ja gesehen. Ich habe das gegessen, was ihr gesehen habt. Ein Teller reicht auch. Meist ein bisschen Sachen drauf. Keine Ahnung, was heute noch läuft. Oder läuft, ich weiß nicht, was wir noch machen. Und ja, ihr werdet es halt ansehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Kraft, diesen Vlog hier weiterzuführen, aktuell. Ja, auf jeden Fall. Bis später. Jo, Freunde, was geht? Ich werde jetzt gleich auschecken. Wir haben jetzt schon 11:30, um 12 müssen wir ausgecheckt haben. Alle sind bereits unten, glaube ich, soweit ich weiß. Ich bin jetzt hier noch hier oben. Ja, ich werde es gleich auschecken und dann mal schauen, was da noch so läuft. Auf eine spaßige Heimfahrt würde ich dann mal sagen. Let's go! Jo Freunde, was geht? Ich möchte jetzt noch kurz das Outro einleiten. Ihr könnt ja dreimal raten, wann ich das Video aufnehme hier. Ja, richtig geraten, am nächsten Tag. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Und zwar habe ich gestern noch ein Video hochgeladen.
Und dann war ich einfach viel zu müde. Also, ich bin während dem Video, das ich hochgeladen habe, bin ich dann pennen gegangen. Und ja, ich war einfach viel zu müde, noch wach zu bleiben. Dann wollte ich heute Morgen machen, aber auch erst irgendwie so um 10 oder halb 10 aufgestanden und dann, ach, ey, so auf halb Krampf, so ein bisschen gechillt, TikTok, McDog und so ein bisschen YouTube danach geschaut, was gegessen. Und irgendwie keine Zeit gefunden. Dann war ich jetzt kurz vorher, war ich vorher noch in Public Viewing und habe mir Schweiz-Italien angeschaut. Schweiz souverän 2-0 gewonnen. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich hatte eigentlich vorhin ein Trikot an. Das habe ich jetzt wieder ausgezogen. Jetzt habe ich was anderes angezogen. Und ja, auf jeden Fall hoffe ich, der Vlog hat euch bis hierhin gefallen. Und auch die anderen Vlogs. Alle Vlogs, die bis jetzt online kamen. Und ja. Und dann würde ich ja sagen, ich hoffe, auf jeden Fall. Ich würde mich wirklich freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.